Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Toto, dem Thorsten. Und ich nehme jetzt noch einen Klankrieg mit auf. Ihr könnt euch sicherlich die Tage daran erinnern, deswegen auch so ein bisschen der Titel. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, als ich den halben Clan rausgeworfen habe vor ein paar Tagen, beziehungsweise der halbe Clan eigentlich so selber gegangen ist, so halb. Und ich verlinke euch das oben nochmal in der Infobox auf jeden Fall. Und denn wir haben den Clankrieg ja noch zu Ende gespielt. Und der lief ja, glaube ich, im Livestream lief der, glaube ich, aus. Und ich habe mich auch gar nicht mehr darum gekümmert. Ich habe meine Angriffe gemacht und dann bin ich auch rausgegangen hier aus dem Spiel, beziehungsweise von dem Account hier. Aber was ist eigentlich in Wirklichkeit noch am Ende passiert? Ihr seht's, 98 zu 98, das sieht erstmal stabil aus, würde ich sagen. Das sieht erstmal stabil aus, man glaubt es kaum. Und auch der Gegner hat viele, viele Angriffe nicht gemacht. Also 24 in der Summe und auf unserer Seite stehen 23 Angriffe dagegen. Also wir haben doch noch einen Angriff mehr gemacht, aber dass wir überhaupt alle Angriffe gemacht haben, das ist, oder überhaupt noch so viele Angriffe gemacht haben, das ist wirklich, wirklich krank, Leute. Und dass es hier dann am Ende vor allen Dingen noch so ultra, ultra knapp wurde, weil der Gegner hat immer so ein bisschen nachgelegt. Wir haben also immer so ein bisschen vorgelegt, Gegner hat so ein bisschen nachgelegt und dennoch, ich glaube, den von Billy haben wir schon gesehen. Und dann nehmen wir mal rein in die Luzi hier. Und am Ende, ja, haben wir noch das Unentschieden rausgekämpft, was sicherlich also nicht nur für mich, ja, das ist jedes Mal so laut, wenn ich das starte, nicht nur für mich sehr, sehr überraschend war, sondern auch, denke ich mal, für den Clan selber, dass wir noch ein 98-98 haben herausgekämpft, denn als ich rausging, sah es eigentlich eher nach einer Niederlage aus, also als ich den Account gewechselt habe und bin dann irgendwann mal wieder hier zu den Herausforderern rein. Und weil ich wollte mir das Drama einfach nicht mit angucken, weißt du, so, naja, fahren wir halt eine Niederlage ein. Die war ja berechnet, also die war ja durchaus von mir genauso, ich wollte fast sagen, eingeplant. Und deswegen fand ich das auch gar nicht so schlimm. Also ich hab mich ja genug darüber aufgeregt. Aber ich habe ja gestern Abend auch erzählt, es gibt eigentlich gar nichts zum Aufregen hier bei Clash of Clans. Denn es gibt viel wichtigere Dinge im Leben als Clankriege hier. Das steht ja außer Frage. Und Real Life geht sowieso immer vor, also egal was eigentlich ist. Das echte Leben geht immer vor dem Spiel hier. Für den einen oder anderen vielleicht nicht. Ich denke mal, wenn man mit Clash of Clans durchaus seinen Lebensunterhalt verdienen muss, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann geht vielleicht das Real Life manchmal nicht vor, sondern danach. Wir gucken einfach mal so ein bisschen den Angriff hier im Hintergrund, denn es waren nochmal schöne, schöne 3 Sterne dabei. Und eigentlich könnte ich auch mal wieder eine Folge machen, wo ich euch nur coole Angriffe zeige, ein paar Schnitte mit reinbringe, so dass wir hier nichts festhalten. Ich bin sowieso froh, dass ich es noch machen konnte, denn die bevorstehenden Wartungen blieben bisher aus. Ihr habt ja heute Morgen das Video gesehen, was im Juni kommt. Herausforderungen muss ich auch noch spielen. Ich muss mal sehen, ob ich da nicht meinen eigenen Weg mal finde und nicht immer das nachspiele, was es eigentlich jetzt schon im Web gibt, sondern vielleicht auch doch mal eine eigene Lösung erarbeite. Denn die Herausforderungsbase kann man auf verschiedenen Wegen natürlich wieder machen. Und deswegen will ich da vielleicht mal für eine eigene Meinung sorgen oder für einen eigenen Angriff sorgen. Mal sehen. Okay. Ja, Punkt. Ich weiß gar nicht, ob es auch noch ein paar Tipps gab. Nee, das ist noch 15 auf 15, okay. Hier wurde also am Ende immer noch auf die 15 angegriffen, um hier wirklich die letzten, allerletzten Sterne auch noch rauszuholen. Und
Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr klasse vom Clan. Ich habe mich auch bei denen bedankt, tatsächlich, die eigentlich gar nicht mehr im Clan waren oder noch kurzzeitig da waren, die dann doch irgendwo ihre Angriffe gemacht haben, obwohl ich sie teilweise als rotstehend hier mit in den Clankrieg mit reingenommen habe. Und auch wenn ich mich dann noch bedankt habe, ist dann danach noch der ein oder andere gegangen. Wir haben jetzt auch Not, dass wir die Clans hier befüllen. Also der Clan-Herausforderer ist in Ordnung, 15er CWL. Aber im Clan Free-to-Play, da fehlen mir noch so 1, 2, 3 Accounts. Möglichst Rathaus 11, 12, 13. Und im Clan Deutschland Ad genau das Gleiche. Also da fehlt mir zu 130er auch noch so ein, zwei Leutchen. Wenn ihr also noch welche kennt oder habt oder selber vielleicht noch mit euren Accounts noch nicht untergekommen seid. Ich starte heute Abend erst die Liga so gegen 20, 21, 22 Uhr. Und bis dahin habt ihr auf jeden Fall noch Zeit. Ich blende das auch nochmal ein oder so zwischendurch hier, dass wir neue Member suchen. Beziehungsweise nicht neue Member, sondern dass ich dafür Sorge trage, dass ihr vielleicht Liga spielen könnt. Dass ihr vielleicht Liga ein bisschen mitspielen könnt und auch mit den einen oder anderen Account, den ihr vielleicht jetzt nicht mehr so auf dem Schirm habt, und dann fällt euch vielleicht ein, Mensch, ich habe noch einen 12er irgendwo rumliegen, den könnte ich ja mal wieder spielen. Ja, spielt ihn gern bei mir. Ich nehme euch in dem Fall mit offenen Armen auf. Und hier hat er noch nicht alles verspielt. Nee, das war nochmal der Unsichtbarkeitstank da am Rathaus. Mal sehen, ob er sich das Rathaus da wegsnacken konnte. Noch nur mit den Helden. Aber das sollte eigentlich gerade so. Jo, das passt. Und jetzt ist auch nicht mehr viel von der Base da. Also Blimp und Helden hier mit, ja, ich würde sagen, 2 Sternen. Und hat aber auch keinen Headhunter mehr für den Helden, der da unten ist. Hier unten ist noch irgendwo ein Held versteckt. Der ist schon down. Okay, der Held ist schon down. Und dann geht das hier im Backend. Ich nenne das mal so Backend. Dem Feger in den Rücken. Ja, der Feger, diese unscheinbare kleinste, einer der kleinsten Verteidigungsanlagen hier in Clash of Clans, ist teilweise das ultra nervigste, aber mit dem Royal Champion hier und den Loons klappt das wunderbar. Ich meine, der steht jetzt auf Boden, der X-Bogen. Ich überlege gerade, warum der X-Bogen auf den Lizard geschossen hat. Weil der Warden doch wohl auf... Der Warden stand doch eigentlich... Jetzt gucke ich mal. Der Warden stand eigentlich auf Luft, ne? Und trotzdem hat der X-Bogen geballert. Komisch. Naja. Sehr, sehr komisch. Proxy. Auch noch 15 auf 15, Leute. Also 3 Sterne gibt es hier durchaus im Rathaus 15 Bereich. Im Moment wird ja gemunkelt, dass wohl die ein oder andere Defensive hier ein Upgrade bekommt. Dann wird Rathaus 15 natürlich nicht unbedingt leichter. Das kann ich euch sagen. Vor allen Dingen, wenn man so prägnante Verteidigungsanlagen weiter ausbauen kann, wie zum Beispiel die Adlerartillerie oder die Scattershots. Ich denke mal, der Monolith wird erstmal kein Update bekommen, der ist sowieso immer noch OP. Und den braucht man immer, den muss man höchstens nerven, anstelle dass man dem nochmal einen neuen Level verpasst. Aber so die ein oder andere Dev oder auch die ein oder andere Truppe kann ich mir vorstellen. Ihr habt es ja jetzt auch schon mehrfach mitbekommen, die Pekka zum Beispiel sind bei Rathaus Level 13 irgendwo stehen geblieben, haben keinen neuen Level bei 14 bekommen, keinen neuen Level bekommen bei Rathaus 15. Also es gibt durchaus auch Truppen, die mal wieder so ein bisschen von Supercell hier vielleicht mit in die Aufmerksamkeit mit reingenommen werden können. Denn oftmals ist es ja so, dass wenn einige Truppen nicht mehr so oft bespielt werden, ich denke, die Statistiken werden auch die Entwickler oder Supercell mitbekommen, dann ist es an der Zeit, dass man dort ein bisschen was tut. Und dass man vielleicht die eine oder andere Truppe nochmal bufft oder na, vielleicht einen anderen Special-Effekt oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Im Moment ist auf jeden Fall vieles, vieles drin. Auch mit ja, so Truppen, die man eigentlich gar nicht so im Feld sieht. Nämlich so Masshexenangriff oder auch Walküren. Ja, oder auch Walküren, auch die Super-Walküren. Habe ich die Tage mal wieder in Angriffsstrategien gesehen. Und aber ausgewogen ist das...
Na, ich kann's immer schlecht einschätzen, ob vieles eher ausgewogen ist oder denn doch nicht. Oder aber ob es einfach nur an den Bases liegt. Zu den Bases komme ich die Tage nochmal drauf zu sprechen. Oder ob es einfach wirklich nur vielleicht an den Bases liegt, die schlecht designt sind oder lieblos designt sind. Oder aber man kauft sich vielleicht einfach mal eine Base. Keine Ahnung, für gewisse Zwecke, die man dann zum Beispiel in der Liga einsetzt. Im Moment machen ja viele Base-Builder wieder viel Werbung für ihre Base-Buildings und die Pakete, die sie dann letztendlich auch verkaufen wollen, was ich auch durchaus in Ordnung finde, denn Leben geht ja weiter und man möchte ja auch für seine kleine Arbeit auch belohnt werden. Belohnt wurde der Proxy hier auch in jedem Fall mit den 3 Sternen sehr schick und ich glaube, das waren auch so die letzten Sterne, denn wir haben den Klankrieg noch gewonnen. Man glaubt es kaum, Leute. Wir haben den Klankrieg gewonnen mit etwas mehr als 1%, 1,13% mehr. Ich konnte es wirklich gar nicht glauben. Ich habe dann auch in die Mappe reingeguckt und habe dann nochmal in die War Events reingeschaut und dann gab es wirklich, wirklich, ihr seht das da, 1 minute left, also wirklich in den letzten 3 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten. Ich habe hier 31 Minuten vor Ende gar nichts mehr hingekriegt. Ich war völlig von der Rolle. Aber mit Nachtschatten und Silas vor allen Dingen. Silas, den zeige ich, der ist nämlich danach rausgegangen. Deswegen nochmal ein Dank an Silas. Aber Silas, ihr seht das auch, Max 15er auf dem 13er. Das ist ein harter Dip. Aber durchaus berechtigt, wenn man die Sterne noch braucht. Und ich bin ja froh, dass so jemand hier noch angegriffen hat. Also nochmal danke an der Stelle, dass du uns nochmal zum, ja, ich sag mal so, kleinen Sieg verholfen hast. Gerade so vor der Liga, finde ich, ist es gar nicht mal so unwichtig, dass man so ein bisschen Motivation nochmal schöpft, indem man den letzten Klankrieg vor der Liga gewonnen hat. Wir haben danach auch keinen mehr gespielt, weil es war ja noch so ein bisschen so Halbaufbruchstimmung hier im Clan. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, wir spielen keinen Klankrieg mehr. Wir lassen jetzt erstmal die Liga auf uns sacken. Und dann sehen wir weiter, wie wir den Clan weiter befüllen. Ich denke, ab Rathaus 13 kann man hier durchaus seine Berechtigung haben. 12er, glaube ich, müssen wir nicht mehr wirklich haben. Dafür sind wir dann auch in der Liga schon ein bisschen zu hoch. Für normale Clankriege reicht es natürlich, klar. Aber nochmal danke an die Beteiligten hier im Clan Herausforderer, dass wir den Clankrieg doch nochmal so eng gewonnen haben. Es konnte, glaube ich, keiner glauben. Auch mein Chat im Livestream hat, glaube ich, nur den Kopf geschüttelt. Gibt's gar nicht. Und ich meine, es gab auch dafür 439 Sternchen, also ein 40er hier. Den haben wir hier schon ewig nicht mehr gespielt. Aber die Sache mit 50 Leuten und wir starten nur ein 10er, das ging hier gar nicht. Und wenn ich jetzt heute mal reinschaue und würde einen Clankick starten, dann, oh, würde ich Liga starten. Okay, ein Tag, 22 Stunden Zeit. Also, nochmal der Aufruf. Wir suchen noch im Clan Free-to-Play. Die Tags stehen alle in der Beschreibung unten unterm Video. Im Clan Free-to-Play und auch im Clan Deutschland Ad. So 1, 2, 3 Member, Rathaus 11, 12, 13. Und ja, und auch 14 in Deutschland Ad. Also wenn ihr noch einen Account habt, den ihr noch nicht unterbekommen habt, kommt einfach rein, fragt an, sagt Totos Aufruf im Video, bla bla bla, und dann seid ihr mit dabei. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ich bin ganz froh, dass ich den Clankrieg doch noch festhalten konnte für euch, auch wenn ich jetzt eigentlich was ganz, ganz anderes vorhatte. Ich bleibe jetzt auch sitzen und mache was ganz, ganz anderes. Aber ihr seht, die Lager sind pickepacke voll. Neuer Pass, neues Glück. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos, wenn ihr Lust habt, wenn es wieder heißt, der Toto clasht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao, ciao.